Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Im letzten Part haben wir die psychischen Blockaden von Larry lösen können und er hat jetzt zugegeben, dass er tatsächlich Mist gebaut hat, sogar in mehrerlei Hinsicht, weil er nämlich um 1 Uhr, als der Mord geschah, nicht auf die Überwachungskameras geschaut hat. Und außerdem haben wir auch beim letzten Mal noch einen widersprüchlichen Beweis dann von ihm bekommen, was total seltsam ist, weil nämlich um 1.02 Uhr der Notrufknopf gedrückt wurde, obwohl auf dem aber keine Fingerabdrücke gefunden wurden. Also alles sehr seltsam. Und ich will jetzt dann mal Ron zu ein paar Sachen befragen. Und zwar vielleicht zu meiner Anwaltsmarke mal kurz. Und das, habe ich das schon gemacht? Was halten Sie davon? An die Person? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen da... Hat Phoenix gerade Person gesagt? Okay, es ist, wir haben es jetzt offiziell bestätigt. Seine Anwaltsmarke lebt und ist eine Person. Alles klar. Oder habe ich jetzt was anderes präsentiert? Ich habe noch die Anwaltsmarke gemacht, oder? Schon, ja. Okay, egal. Aber ich kann noch zu anderen Dingen befragen. Zur Urne. Das ist irgendwie seltsam. Was denn? Bisher war Master Marston nur hinter berühmten Kunstwerken oder Schätzen her. Ja, er spricht's auch an. Warum hat er sich plötzlich entschieden, eine simple Urne zu stehlen, die keiner will? Das wird Maya nicht gefallen. Sie stellen das so dar, als hätten sie mit dem Diebstahl nichts zu tun. Nun, ich habe nicht die Entscheidung getroffen, diese Urne zu stehlen. Hä, was redet Ron Eye? Also manchmal verstehe ich den überhaupt nicht, was er so redet. Die Visitenkarte. Diese Visitenkarte, haben Sie die geschickt? Das heißt, davon weiß ich nichts. Ich meine, ich hatte für jeden Abend schon andere Pläne. Das stimmt. Er hatte schließlich den Erpresserbrief erhalten. Okay, das hat er als wenigstens zugegeben. Es ist so irgendwie, dass er zumindest die Urne nicht gestohlen hat. Er sagt zwar immer noch, dass er Master Mask ist, aber die Urne hat er wenigstens nicht gestohlen, weil er da bei KB Security war oder so. Aber das macht's ja schlimmer, weil andersrum wäre es besser, wenn er nur einen Diebstahl begangen hätte. Wäre auch nicht toll, aber besser. Was ist mit Detektiv Edmi? Hätte er sie schicken können? Sieht so aus. Mir fällt sonst niemand ein. Ja, an jedem Abend musste ich wegen des Briefes zu KB Security gehen. Ja, gibt's wirklich zu. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ein kleiner Fortschritt, aber ein Fortschritt. So, die Statue nicht. Die Kameradaten? Na, ich glaube nicht, aber ich mach's mal. Ne, okay, ja. Das sagt Phoenix immer Person. Okay, da waren sie irgendwie ein bisschen faul oder blöd. Die Entwickler, oder vielleicht ist es auch nur im Deutschen so, keine Ahnung. Aber egal, passt schon. So, das Foto? Ja, ich meine, das zeigt der Master Mask, deswegen ich zeig's dir mal. Ja. Dieses Foto, das muss der wahre Master Mask sein. Da bin ich mir sicher. Ich erkenne Master Mask, wenn ich ihn vor mir habe. Ja, aber das sind doch nicht Sie, oder doch, Herr Delight? Nun, nein, ich war zu diesem Zeitpunkt bei KB Security. Dann ist es wohl doch Detektiv Edmi. Da ist immer noch alles sehr seltsam irgendwie. So, der Erpresserbrief. Dieser Erpresserbrief wurde also vom Chef der KB Security, Kane Bullard, verfasst? Ich glaube schon. Wahrscheinlich. Man kann das Chefbüro nur betreten, wenn man eine Schlüsselkarte hat. Im Erpresserbrief war von einem Treffen bei KB Security die Rede. Dann hätte keiner außer Herrn Bullard den Brief schreiben können. Okay. Deine Brieftasche? Ich war gegen 1 Uhr in jener Nacht bei KB Security. Ich nahm meine Brieftasche heraus, um die Tür mit der Schlüsselkarte zu öffnen. Da haben sie also fallen lassen. Tut mir leid. Ich hätte ihnen schon früher die Wahrheit sagen sollen. Oh. So, die Schlüsselkarte? Warum haben Sie diese Schlüsselkarte überhaupt noch? Das ist eine gute Frage, ja. Haben Sie die denn nicht zurückgegeben, als Sie bei KB Security gefeuert wurden? Natürlich habe ich sie zurückgegeben. Seien Sie doch nicht albern. Aber sie wurde mir hier mit dem Erpresserbrief wieder zugeschickt. Ah, das ist wichtig. Mit dem Erpresserbrief? Ja, darin stand, benutzen Sie die, um ins Chefbüro zu gelangen. Das stimmt eigentlich nicht, weil... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte prüfen, nicht präsentieren. Das stimmt eigentlich nicht, weil das steht da nicht dabei. Aber vielleicht lesen wir auch nur einen Ausschnitt daraus. Oder so. Aber da steht da nichts darüber. Speziell richtig? Nee. Das mit dem roten Diamanten wurde immer noch gar nicht erwähnt bisher. Finde ich auch seltsam. Aber okay. Das Werbefoto. Einfach mal. Ich mach halt mal alle Sachen, die mit Master Mask irgendwie zu tun haben. Aber ich meine, ich kann ja auch die Sachen machen, die mit KB Security zu tun haben. Weil Ron ist ja in beide Sachen verstrickt. Sowohl Master Mask als auch KB Security. Deswegen ihm kann ich wirklich fast alles zeigen. Oh, mir war nicht bewusst, dass Master Mask so berühmt geworden war. Ja, ich habe mir dieses Poster übrigens gekauft.
Wirklich? Wenn Sie möchten, signiere ich es Ihnen. Soll hinter Gittern dazu? ja, bitte, bitte! sieht aus, als hätte Ron völlig vergessen, was heute im Prozess passiert ist. Dass er von der Anklage, Master Mars zu sein, freigesprochen wurde. Die Brosche? Was halten Sie davon? Ich sag dann nichts, okay. Na gut. Die Liste? Ja, vielleicht schon. Ja, diese Liste. Die haben wir im Büro des Chefs Herrn Bullard gefunden. Hey, das ist eine Liste aller Dinge, die Master Mars gestohlen hat. Und neben jedem Objekt ist der Wert vermerkt. $100.000, $150.000. Bist du sicher, dass das der Wert der gestohlenen Objekte ist? Die Zahlen erscheinen mir ein wenig niedrig zu sein. Selbst auf dem Schwarzmarkt wären die Preise mindestens dreimal so hoch. Er kennt sich wohl damit aus, weil er mal als Wachmann gearbeitet hat. Okay, das haben wir davor, glaube ich, auch schon mal gehört von irgendwem. Hat das Gamschuh erwähnt? Oder irgendwer hat das aber schon mal gesagt, glaube ich. Dass die Preise darauf relativ niedrig sind. Also ich meine, das sind schon hohe Preise, finde ich. Aber anscheinend sind die Schätze teilweise noch viel mehr wert. Deswegen ist es schon seltsam. Muss man sagen. Ja, vielleicht sind es doch... Ich weiß nicht genau. Vielleicht sind es doch nicht die Preise, sondern irgendwas anderes. Was es damit auf sich hat. Aber ich meine, was sollte es denn sonst sein? Keine Ahnung. So, der Notrufknopf. Das ist der Notrufknopf aus dem Chefbüro. Nicht draufdrücken. Der macht einen Höllenlärm. Hihi. Tut mir leid. Es macht mir einfach so viel Spaß, Lärm zu machen. hat dieser Notrufknopf etwas mit diesem Fall zu tun? Ja. Nun, momentan kann ich das noch nicht sagen. Ja doch, auf jeden Fall. Schließlich waren keine Abdrücke oder sonstige Spuren darauf, aber er wurde einmal gedrückt. Ja. Autopsiebericht lasse ich mal. Aber ich kann mal noch den Zeitungsausschnitt machen. Hey, das ist der Artikel über meine Premiere als Räuber. Junge, das war hart. Ehe ich mich versah, waren sie mir schon auf den Fersen. Aber Master Mask, er ist doch sicherlich entkommen, oder? Im Artikel steht, er wäre verschwunden. Das stimmt. Ich hatte ganz plötzlich einen Geistesblitz. Ich habe mein Master Mask-Kostüm in einem Plastikeimer versteckt. Dann habe ich mir schnell meine Wachuniform angezogen. Clever, oder? Okay. Wow, klasse. Hey, Moment mal. Der Wachmann auf diesem Foto? Sind das Sie, Herr Delight? Hi, das stimmt. Netter Trick, wenn ich das so sagen darf. Nett und leicht zu durchschauen. Sogar Pearls hätte das sofort erkannt. Und es wurde aktualisiert. Aber wie zu erwarten war, hat Detektiv Edmi die Verkleidung gefunden. Er hat den Titel eines Meisterdetektivs absolut verdient. Ja, geht so. Detektiv Edmi fand also die Master-Mask-Verkleidung. Das ist interessant. Ja. Ja, und ich habe gehört, er hätte sie mit zu sich nach Hause genommen. Das ist es also. So hat Edmi dies in die Hände bekommen. Ja, so hatte ich die Gelegenheit, mein Kostüm nochmal anzufertigen. Das muss ziemlich zeitraubend gewesen sein, hm? Ja, das hat schon eine Weile gedauert. Jedenfalls, einige Tage danach bekam ich den ersten der Erpresserbriefe. Erpresserbriefe? Wovon reden Sie denn da? Los, sagen Sie schon, was Sie damit meinen. Hey, beruhigen Sie sich. Regen Sie sich doch nicht so auf. Und plötzlich neue Musik sogar. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehört, oder? Okay, er hat mehrere erhalten. Okay, und ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Ron den allerersten Diebstahl als Master Mask wirklich getan hat. Das kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Dass das wirklich er war und dass das stimmte, was er jetzt gerade erzählt hat. Dass er dann das Kostüm ausgezogen hatte und dann sein Wachmann-Kostüm angezogen hat. Und dann hat aber Edmi das Kostüm mitgenommen. Deswegen, vielleicht ist es wirklich so, dass ab dem zweiten Mal, dass es dann ab da immer Edmi war. Aber das erste Mal war wirklich noch Ron. Das könnte ich mir schon vorstellen. Jetzt warte mal kurz. Über den ersten Raub. Der Wachmann ist Ron Delight. Für Details prüfen drücken. Aber das ist gleich geblieben. Ja. Okay, sehr interessant. Aber ich kann über neue Dinge mit ihm reden, mache ich gleich. Aber ich will ihm noch ganz kurz auch die Aufzeichnung präsentieren, aber das sagt er nichts dazu, oder? Doch. Der Notrufknopf wurde nur einmal ausgelöst, ungefähr als Bullard ermordet wurde. Oh, das ist erschreckend. Wissen Sie irgendetwas darüber, Herr Delight? Tut mir leid. Leider weiß ich nichts. Warum überrascht es mich nicht mehr, wie ahnungslos er ist? Okay. Profile habe ich ihm ja schon... beim ersten Mal, also am ersten Tag ein paar präsentiert, die meisten sogar, genauer gesagt. Deswegen, ich werde mal, glaube ich, nur Bullard machen, weil der einzige wirklich neu ist. Herr Bullard, mein alter Chef, es ist so traurig.
Haben Sie eine Ahnung, was passiert sein könnte? Gab es irgendjemanden, der sein... Ah, nee, Phoenix, sorry. Gab es irgendjemanden, der seinen Tod gewünscht hat? Ach ja, gewiss. Herr Bullard hat sich viele Feinde gemacht. Er hat den Leuten viele bedrohliche Dinge angetan. Moment, Moment. Meinen Sie, er hat Leute erschreckt oder ihnen mit Erpressung gedroht? Nun, ist das denn nicht irgendwie dasselbe? Okay. Na, ich meine, hat er anscheinend mehrere Briefe erhalten. Alle von Bullard, oder wie? Ja. Dieser Erpresserbrief, ist das der erste, den Sie erhalten haben? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Aber das ist der erste, mit dem ich jemals an einen bestimmten Ort bestellt wurde. Nach diesem Vorfall hat es also mit den Erpresserbriefen begonnen. Ja, nur wenige Tage nach dem Raub der Träne von Emanorn, in jenem ersten Brief, da stand, ich weiß, dass Sie es waren. Irgendjemand hatte also Ihre wahre Identität herausgefunden. Einfach so? Ach, es ist nicht leicht, ein Meisterdieb zu sein, wissen Sie? Ich habe Beweise, dass Sie es waren, stand dann noch weiter in dem Brief. Letztendlich musste ich also den Schatz weggeben, den ich so mühsam erbeutet hatte. Und das soll ich Ihnen glauben? Hey, Moment mal, was meinen Sie mit, Sie mussten ihn weggeben? Oh, keine Sorge, nachdem ich das Juwel im genannten Schließfach deponiert hatte, hat mir jemand $10.000 geschickt. Es war nie die Rede davon, dass ich mir Sorgen machen würde. Okay. Danach habe ich die Pläne mit der Post bekommen. Pläne? Hä, what? Okay. Von was für Plänen sprechen Sie da? Das waren Anweisungen zum Raub einer Krone, eines Gemäldes oder sonst eines Schatzes. Ach was, er hat Anweisungen bekommen? What? Darin waren unüberwachte Stellen, Fluchtwege und sogar Trainingsmethoden enthalten. Sie wollen also damit sagen, dass nicht Sie die Diebstähle geplant haben? Nein, das war ich nicht. Ich habe nur den allerersten geplant. Diese Pläne hat mir eine sehr nette Person geschickt. Wahnsinnig detaillierte Pläne. Klingt fast so, als wäre Herr Delight seinem Erpresser auch noch dankbar. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ron Delight war also doch Master Mask. Ja, also jetzt, wie es sich anhört, schon. Und zwar nicht nur den ersten. Den ersten hat er halt komplett selber gemacht. Aber die anderen hat er schon auch durchgeführt. Nicht geplant, aber durchgeführt. Hä? Ich check gar nichts mehr. Aber ein anderer steckt hinter den Diebstählen und hat diese im Detail geplant. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass das Admi da noch viel, viel mehr drin steckt, als ich dachte. Ich musste die gestohlenen Schätze in dem Schließfach deponieren. Dann habe ich nur noch darauf gewartet, dass das Geld mit der Post kam. Könnten Sie versuchen, sich nicht ganz so erfreut darüber zu zeigen? Sie waren also wegen einem dieser Pläne auch hinter der Heiligen Urne her. Nun, sehen Sie, eigentlich habe ich die Urne nie gesehen. Ich habe nur die Instruktionen befolgt und gestohlen, was ich stehlen sollte. Herr Delight, entspricht alles, was Sie mir gerade gesagt haben, der Wahrheit? Ja, aber sagen Sie das bitte nicht meiner Desi. Okay, ich krieg seine Aussage. Ja. Ron, bevor wir gehen, möchte ich Sie noch eines fragen. Ja, aber bitte tun Sie mir nicht weh. Herr Kane Bullard, schwören Sie, dass Sie nicht, dass nicht Sie ihn umgebracht haben? Ja, natürlich. Ich könnte niemals. Ich lüge nicht. Ich habe nur seine Leiche im Tresor versteckt. Aber dann hatte ich Angst, man würde meine Tat entdecken. Also habe ich mich gestellt. Warum? Nun, wenn der Richter mich wegen des Raubes verurteilt hätte, hätte ich ein Alibi. Okay. Boah, sorry, ich muss zugeben, dass ich Ron ein bisschen unterschätzt habe. Er hat das doch sogar alles geplant, tatsächlich. Okay. Vermutlich ja. Sie sind sehr gerissen, Herr Delight. Ja. Ich habe wohl keine andere Wahl, als Herrn Delight das zu glauben. Mystische Maya! Pearly! Hey! Pearly! Yay! Sie ist wieder da. Okay, wie gesagt, dann muss ich zugeben, dann ist Herr Delight wirklich schlauer, als ich dachte. Und er hat das absichtlich alles so gesagt, dass er Master Mask ist. Ich meine, im Endeffekt stimmt es ja vielleicht auch irgendwie, dass er jetzt doch Master Mask ist. Aber die Urne hat er ja nicht gestohlen. Das ist ja ein Fakt, dass er sie nicht gestohlen hat, weil er bei KB Security war. Was auch immer er da gemacht hat. Hat er ja auch schon erzählt, ne? Er ist dann reingekommen und wurde dann ohnmächtig geschlagen und sowas. Aber das hat er auf jeden Fall nicht gemacht, die Urne zu stehlen. Aber er hat es absichtlich behauptet, damit er ein Alibi hätte. Weil er nämlich schon von dem Mord wusste, weil er ja da war, zu dem Zeitpunkt. Ja, er hätte uns ein bisschen mehr erzählen können vielleicht, das schon. Und uns ein bisschen mehr vertrauen können. Aber er ist doch schlauer, als ich dachte, muss ich wirklich zugeben. Okay. Ich bin zurück! Yay, Pearly! Hey,
Hey Purse, was hast du die ganze Zeit so getrieben? Die heilige Urne, Herr Nick. Ich habe sie in Kurrein untersuchen lassen. Und? Was hast du herausgefunden? Nun, es gibt keinen Grund zur Sorge. Sie haben gesagt, es sei die echte Urne. Puh. Bin ich erleichtert. Ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, ich kann das jetzt dann gleich Andrews präsentieren, aber das verstehe ich immer noch nicht. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Problem? Diese niedlichen kleinen rosa Kleckse. Sie sagten, das wäre Farbe und sie wären erst vor kurzem auf die Urne gekommen. Ja, bei der Tat, irgendwie. Warum ist schon wieder von den rosa Klecksen die Rede? Was ist denn daran besonders? Was daran besonders ist? Wir müssen herausfinden, wie sie auf die Urne kamen, Mann. Ja, Herr Nick, wir müssen herausfinden, wie sie auf die Urne kamen, Mann. okay. Wir werden herausfinden, wie sie auf die Urne kamen, Mann. Bitte vergessen Sie mich nicht. Oh, jetzt tut mir ein bisschen leid. Der Ron, muss ich zugeben. Okay. So, ich habe die Urne wieder. Ich will mal mir die auch kurz angucken. Wurde in Edmys Büro gefunden, mit rosa Klecksen übersät, ist aber das Original. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Das habe ich ja schon, oder ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist. Aber die einzige Erklärung, die ich halt wirklich dafür habe, ist, dass die Urne, die Pearl runtergeschmissen hat, dass die schon fake war. Aber warum sollte denn das so sein, dass die dann nur die Fake-Urne dann da immer haben stehen lassen in Kurrein und nicht die echte? Und wo war die echte zu dem Zeitpunkt, als Pearl die Fake-Urne runtergeschmissen hat? Wo war die da? Und warum kam dann hier die echte hin? Boah, keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Aber, ah genau, ich will mir noch auch kurz die Aussage von ihm durchlesen. Moment. Seit dem Mask zweiten Raub stahl er so, wie es ihm... wie es in ihm den Erpresserbriefen vorgegeben wurde. Passt das grammatikalisch? Wie es ihm in den Erpresserbriefen vorgegeben wurde. Okay, ja. Gut. Dann gehe ich mal wieder. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt schon die Blockade von Andrews jetzt direkt lösen kann. Ja, ich meine eigentlich schon, also die erste auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was bei der zweiten da noch kommen wird. Aber ich meine, ich habe jetzt die Urne auf jeden Fall. Und da steht ja auch dabei, hat der Pearl überprüfen lassen, dass es die Originale ist. Also das kann ich auf jeden Fall lösen, ja. Deswegen, ich werde mir das mal angucken, ich muss jetzt nur wieder den Weg finden, dahin. So, dann von hier aus zur Ausstellung, genau. So, und dann zum Kellerlager. Passiert da jetzt auch was Neues? Okay, es passiert was Neues, ja, gut. Sehr gut. Ja, stimmt, weil wir können jetzt das auch mit der Farbe überprüfen. Oh, Pearl. Oh, es ist schön, dich zu sehen. Hallo. Ich habe dich länger nicht gesehen. Was hast du gemacht? Nun, eigentlich, ich habe diese Urne untersuchen lassen. Oh, ich verstehe. Aha, sie ahnt schon, ja. Wenn wir uns diese Urne nochmal genauer ansehen... Können wir herausfinden, was tatsächlich geschehen ist? Okay. Nick, sehen wir uns noch einmal um. Okay, ich werde darauf hingewiesen, dass ich mich erst umgucken soll, ja. Also ich kann die Blockade, glaube ich, noch nicht vollständig lösen wahrscheinlich. Ich muss mich erst noch umsehen. Also das ist sehr nett, dass mich Maya darauf hingewiesen hat. Dann mache ich das mal. Weil an sich haben wir uns ja schon die Farbe da bereits angesehen. Aber damals haben wir nicht so wirklich darauf reagiert. Aber jetzt können wir schon darauf reagieren. Weil die Farbkleckse halt auch auf der Urne sind. Sieht aus, als wäre die Farbe schon vor mehreren Tagen getrocknet. Irgendwas an diesem Farbklecks gefällt mir nicht. Der linke untere Teil davon ist seltsam geformt, zudem ist der knallrosa. Das ist dieselbe Farbe wie die Farbkleckse auf der Urne. Ja, Pearl checkt's wieder mal als Einzige. Dann lautet die Frage, was ist der Grund für diese seltsame Form? Das ist eine gute Frage, weil es passt auf jeden Fall nicht zur Urne, weil die Urne ja nicht so eckig ist. Ja, ich dachte halt, dass da einfach halt die Statue gestanden, also der, weil die Statue steht ja auch auf dem Podest so ein bisschen und dass sie halt darauf stand und dass deswegen der Farbklecks daherkommt. Weil ursprünglich stand ja die Urne, nicht die Urne, ursprünglich stand ja die Statue auch auf der linken Seite, genau da, wo die Farbe ist. Aber andererseits haben wir ja auf der Statue selber keine Farbe gefunden, also es ist schon seltsam, muss ich zugeben. Wir müssen uns sorgfältig umsehen, Herr Nick. Okay, noch mehr. Ja, danke für die Info. Die Statue.
Als wir das erste Mal hier waren, stand die Statue woanders, oder? Ja, sie stand direkt neben der Tür, nicht wahr? Nun, wenn jemand sie bewegt hat, war es vermutlich Master Mask. Aber warum? Vielleicht wollte er nicht von der mystischen Amy beim Stehlen beobachtet werden. Hey, Schluss jetzt. Du jagst mir echt Angst ein mit deinem Gerede. Okay, ist nichts Tolles. Was hat's hiermit noch auf sich? Irgendetwas an dieser... Ah ne, stimmt, die Kiste war es. Richtig, okay. Das haben wir sogar auch schon so halb herausgefunden. Die Kiste stand da irgendwie, weil die hat da auch Farbe und die ist schon eckig. Also die stand da. Warum sie da... Achso, warte mal kurz. Moment. Weil, hier, der Mars, genau, das ist nämlich dieselbe Kiste. Die da, richtig? Das ist dieselbe Kiste. Weil hier auf dem Foto ist nämlich auch, die eine Stelle, mit auf jeden Fall, da mit der Ecke, die so viel, oder halt mit dieser speziellen Form bei der Farbe noch gar nicht vorhanden. Weil nämlich dann Master Mask hier die Kiste hat fallen lassen. Oder wie? Ist aber immer noch komisch. Aber irgendwas hat's. Aber warum ist die Kiste dann jetzt da? Keine Ahnung, aber das muss irgendwas zu bedeuten haben. Irgendwas an der Kiste stört mich. Ja, mich auch. Das ist die Kiste, in der die heilige Urne war. Und da scheint auch etwas rosa Farbe drauf zu sein. Es ist auf jeden Fall die gleiche Farbe wie auf der Urne. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Farbe da drauf gekommen ist. Ja, ich weiß es noch nicht. Noch nicht ganz sicher, muss ich zugeben. Na gut, lass uns weitermachen, Nick. Okay, aber wurde hinzugefügt. Mhm, gut. Okay. Und ich muss sogar noch mehr erkunden, oder wie? Hölzerne Kiste, in der sich die heilige Urne befand, hatte rosa Farbkleckse drauf. Ja, das ist halt ein bisschen schon die Frage, weil bei der Urne ist es ja nicht so, dass es da eine einzige Stelle gibt, wo viel Farbe drauf ist, sondern das sind wirklich überall Farbkleckse. Also die Urne ist nicht in die Farbe reingefallen, direkt, weil ansonsten wäre überall Farbe. Oder halt ansonsten wäre die Farbe großflächiger verteilt, auf einmal. Es wirkt eher so, als wäre die Urne neben der großen Farbpfütze gestanden und dann ist etwas in die Farbpfütze oder Farbpfütze, paar schon, reingefallen und dadurch sind dann die Kleckser drauf entstanden. Also vielleicht war es so, dass, aber ich weiß nicht genau, warum das so sein sollte, dass die Urne neben der, auf jeden Fall neben dem großen Farbkleckser am Boden stand, dass dann die Kiste reingefallen ist und dass dadurch dann viele Kleckser auf der Urne gelandet sind oder irgendwie so. Aber warum sollte die Urne daneben stehen und warum hätte Master Mask die Kiste fallen lassen sollen. Also das macht auch keinen Sinn. Aber so irgendwie wäre es vielleicht zu erklären. Ich will mir mal noch kurz den Rest angucken, weil ich soll mich ja noch weiter umgucken anscheinend. Und ich werde dann wahrscheinlich erst beim nächsten Mal die Blockade lösen von Andrews. Detektiv Edmi hat gesagt, der Dieb hätte ihm damit auf den Kopf geschlagen. Aber das war offensichtlich eine Lüge. Ah, das stimmt. Das habe ich auch noch gar nicht bedacht. Stimmt, das war eine Lüge, weil er Master Mask war. Aber warum ist das Schwert trotzdem verbogen? Das ist auch eine Frage. Das ist richtig, ja? Denn es hat sich gezeigt, dass Edmi selbst der Dieb ist. Immer noch kaum zu glauben. Adrian scheint darüber nicht sehr erfreut zu sein. Ich trage die volle Verantwortung und werde das Schwert selbst reparieren. Man sieht es mir nicht an, aber ich weiß, dass ich es wieder hinbekomme. Ich werde es so reparieren, dass man nicht sieht, dass es verbogen war. Versprochen! Bitte seien Sie vorsichtig damit. Okay. Ich habe noch die Farbe. Kann ich mir die überhaupt angucken, die Farbe da? Ne, kann ich gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Okay, dann lasse ich es jetzt mal. Ich habe jetzt ein paar neue Beweise. Ich meine, es stand ja dran, dass ich mich noch weiter umsehen soll, aber ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles. Und ich kann es ja auf jeden Fall so machen, dass ich mal Andrews dann beim nächsten Mal das Magatama präsentiere, weil die erste Blockade oder die erste Frage kann ich ja beantworten, weil ich jetzt nämlich die Urne aus Kurrein zurück habe von Pearls. Das kann ich auf jeden Fall machen. Und dann muss ich halt gucken, dass ich das auch mit der Kiste und sowas hinbekomme. Aber das wird dann schon. Hoffe ich mal. Okay, also ich würde erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and Tribulations. Beim nächsten Mal geht's hier immer noch beim Ermitteln mit Andrews weiter. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir beim nächsten Mal dann ihre Blockade lösen können. Vielleicht schon sofort, aber vielleicht werde ich mich dann auch doch nochmal zwischendurch umsehen müssen, um noch einen weiteren Beweis irgendwie zu finden. Aber so oder so, ich bin mir sehr sicher, dass wir beim nächsten Mal auch ihre Blockade lösen können. Und vielleicht würde es sogar dann schon wieder im Gericht weitergehen. Mal gucken. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.